Auch wenn es so aussieht, ganz so leer ist der Tivoli nicht. 750 Zuschauer sind dabei, aber das Punktekonto von Alemannia Aachen könnte voller sein. Die Mission Nicht-Abstieg hat man nun vollends angenommen, sich auch noch einmal personell verstärkt. Gegen den Tabellenzehnten aus Lippstadt sind beide Rückkehrer Alexander Heinze und Sebastian Schmidt dabei. Zwei von insgesamt 7 Veränderungen, die Fuad Kilic im Vergleich zum 1:1 gegen Schalke vor dem Jahreswechsel vornimmt. Die Gäste in Weiß von links nach rechts mit Matta, Kerkemeier, Hennecke kommt noch dran, zu wenig Druck per Kopf. Er hat ja schon 4 Tore gemacht in dieser Saison, der zentrale Mittelfeldmann der Lippstädter. Jetzt einmal Aachen, Korzuschek, Neuzugang aus Saarbrücken, Damani und Bayric, Riesenchance, die er da vergibt. Balkenhoff reagiert gut, aber da muss er mehr draus machen. Müller, gut durchgelaufen. Ball kommt an. Schmidt, super Tor. 1:0, Alemannia Aachen. Ein Befreiungsschlag durch Sebastian Schmidt. Natürlich er, der nach 3 Jahren Aachen im Sommer zu Schott-Mainz gewechselt ist, jetzt aber zurückkommt, weil er sagt, das ist eine Herzensangelegenheit für mich, diesem Verein im Abstiegskampf zu helfen. Und wie er das macht. Solche Momente haben die Fans im Tivoli vermisst. Es steht 1:0 nach dem Treffer in der 34. Minute. Fuad Kilic steht, wenn es so weitergeht, vor seinem zweiten Sieg in seiner zweiten Amtszeit in Aachen. Und die Gastgeber machen jetzt weiter. Korzuschek. Kommt da irgendwie vorbei an Matta? Korzuschek. Aber er findet niemanden in der Mitte. Lippstadt auf der Suche nach Antworten. Mika Pfosten! Super Gelegenheit für den 20-Jährigen. Aber Aachen hat jetzt Antworten parat. 60. Minute, Schmidt und Davisevic! 2:0! Der Mann ist erst 19 Jahre jung. Es ist sein 6. Regionalligaspiel. Und jetzt macht er diesen wichtigen Treffer. Die Fans vollkommen aus dem Häuschen. Die Flanke kommt natürlich wieder von Sebastian Schmidt. Ein super Ding. Der Wieselwitz steigt am höchsten. Aachen erhöht auf 2:0. Nächster Eckball Aachen. Wieder getreten durch Schmidt. Und Damaschek! 3:0. Gibt's ja nicht. Weiß sofort, bei wem er sich zu bedanken hat. Der eingewechselte Marcel Damaschek. Die Vorlage kommt natürlich wieder von Sebastian Schmidt, bester Mann des Spiels, an allen Treffern beteiligt. Was eine Geschichte. Sie kommt passgenau für Damaschek, der sich so ein bisschen im Rücken freistibitzt hat, seine 1,86 dann auch ganz praktisch, um den Ball im Tor unterzubringen. 3:0 nach 72 Minuten, die Partie endgültig gelaufen. Lippstadt versucht es aber nochmal. Wojcik aus der Distanz. Joshua Mroz ist besser. Heute läuft einfach mal alles bei den Aachenern. Nochmal der eingewechselte Yildiz mit dem Versuch. Er kam vom FC Pesch, hatte dort 15 Tore in 13 Spielen gemacht. Und dann ist es vorbei. Aachen gewinnt mit 3:0 gegen Lippstadt. Viele sind erleichtert, insbesondere der Trainer Fuad Kilic. Ich denke, wir haben heute gesehen, dass die Veränderungen im Kader auch gefruchtet haben. Und dementsprechend freut es mich natürlich umso mehr, dass wir mit einem Sieg aus dieser Partie rauskommen. Ich habe immer wieder betont, dass auch trotz der Ergebnisse in der Vorbereitung ich gesehen habe, dass die Mannschaft ein ganz anderes Gesicht zeigt und wir von der Ausrichtung her, von der Art und Weise einen wesentlich großen Schritt nach vorne gemacht haben. Wobei man sagen muss, wir haben noch viel Arbeit vor uns. Das auf jeden Fall. Aachen bleibt 18. nimmt aber 3 wichtige Punkte mit. Am nächsten Spieltag geht es dann zu Rot-Weiß-Oberhausen.